Seit Jahrzehnten ist der alte Bahnhof in Itzelberg nicht mehr für die Passagiere geöffnet, sondern stillgelegt. Aber im Ortsbild ist er noch vorhanden und der Bahnsteig davor ist stark zugewachsen. Und nun wird schon seit Monaten südlich des Itzelberger Bahnhofs an einem neuen Bahnsteig gebaut. Wenn dieser erst einmal fertig ist, können die Passagiere ebenerdig aus den Zügen aussteigen. Der neue Bahnsteig entlang vom Tunnelweg wird etwa 120 Meter lang sein und doppelt so breit sein wie bisher. Weitere Bestandteile der Modernisierung dieses Bahnsteiges ist die barrierefreie Angleichung der öffentlichen Flächen auf eine Höhe von 55 Zentimetern. Die Bahn lässt sich den neuen Bahnsteig eine Menge Geld kosten. Die Baukosten belaufen sich auf 670.000 Euro und werden unter anderem aus dem Bahnmodernisierungsprogramm des Landes Baden-Württemberg aufgebracht. Die Bauarbeiten bedingen, dass bis etwa 13. Juni jeweils an den Samstagen zwischen dem Bahnhof Schneidheim und dem Bahnhof Königsbronn keine Züge verkehren können. Hier wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.